Ja, euch allen herzlich willkommen. Ich bedanke mich beim NIFPE für die Einladung und bei Carsten Herrmann zu diesem Thema. Dazu kann ich mal gleich sagen, also ich kann jetzt keine Pauschallösung dafür anbieten oder werde die auch nicht argumentieren können, weil dann, wenn es so wäre, dann hätten wir schon längst bessere Bedingungen, sage ich mal. Aber ich kann versuchen, meinen Eindruck zu schildern, was ich denke, was unrund läuft und wie wir uns auf den Weg machen können. Das würde ich jetzt versuchen. Also wie gesagt, erwartet jetzt keine Pauschallösung von mir, die habe ich auch nicht, aber ich würde ein paar Anmerkungen und ein paar Anregungen geben können. Und wir schauen mal, ob man damit was anfangen kann. Okay, Johann, dann würde ich dich bitten, die Präsentation freizugeben. Also deshalb habe ich den Vortrag eben auch so genannt. Also Carsten hatte zu mir gesagt, wie kommen wir zu besseren Rahmenbedingungen? Und ich habe dem einen Untertitel gegeben oder was läuft schief im System der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern? Also was läuft schief? Und ich würde das einleitend machen, und das ist ja auch klar, dass es irgendwie aktuell ist, am Beispiel des Arbeits- und Gesundheitsschutzes während der Corona-Pandemie. Und meine Datenbasis, die ich nutzen werde, sind unsere ersten Auswertungen, die Nikolaus Meyer und ich gemacht haben zu unserer Studie Soziale Arbeit, Macht und Gesellschaft. Die haben wir ja heute schon vor 2 Wochen vorgestellt. Es ist ein gemeinsames Forschungsprojekt der Hochschule Fulda und von Verdi. Und Nikolaus Meyer und ich sind verantwortlich für diese Studie, und ich würde einige Ergebnisse aus dieser Studie vorstellen zunächst. Wir haben diese Studie vorgestellt am 16. März in einer großen Online-Konferenz. Die hatten wir überschrieben mit dem Titel Profis am Limit, weil genau das wurde auch deutlich in dieser Studie. Wir hatten auch zu dieser Vorstellung der Studie, ich weiß, vielleicht waren einige von euch auch dabei, Hubertus Heil eingeladen, der dann aber leider nicht kam, sondern nur seinen Staatssekretär ein bisschen verzögert geschickt hat. Und das machte für mich schon mal deutlich, was für einen Stellenwert diese Thematik auch im Augenblick hat. Obwohl wir das schon Ende Dezember mit ihm alles abgeklärt hatten. Also es war sehr ärgerlich, aber jetzt habe ich hier nochmal die Gelegenheit, diese Studie vorzustellen, jedenfalls in Auszügen, und das freut mich sehr. Nächste Folie. Genau, zur Ausgangslage dieser Studie möchte ich sagen, wir haben eine erste Erhebung bereits im April 2020 gemacht, also vor einem Jahr. Und wir hatten damals schon zwei zentrale Erkenntnisse. Zum einen, die professionellen Handlungsweisen verändern sich und die Arbeitsbedingungen verschärfen sich. Und wir haben jetzt nochmal eine Befragung gemacht im November und Dezember. Und haben zum Teil die gleichen Fragen gestellt, um zu gucken, wie ist die Entwicklung, und haben aber auch neue Fragen gestellt, weil wir eben auch gemerkt haben, die Themen verändern sich ein bisschen. Wichtig ist zu sagen, dass diese Studie nicht als repräsentativ gelten kann. Das heißt nicht, dass so wenig teilgenommen haben, sondern wir haben 5.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehabt an dieser Studie. Aber wir müssen eben feststellen, dass wir vor allem in den anderen Bereichen der sozialen Arbeit, also nicht Kindertageseinrichtungen, sondern den anderen Bereichen der sozialen Arbeit, gar nicht wissen, wie die Ausgangslage ist. Da haben wir keine Beschäftigtenzahlen. Das ist bei den Kindertageseinrichtungen anders, aber in den anderen Bereichen haben wir die eben nicht. Und deshalb können wir eben nicht von einer Repräsentativität ausgehen. Aber ich finde, 5.000 Befragte sind schon eine ganz solide Basis. Ich würde jetzt mal was sagen, zunächst mal zu den Arbeitsbedingungen in der sozialen Arbeit. Und zwar haben wir das aufgeteilt in drei verschiedene Kategorien. Einmal zu gucken, wie sind die betrieblichen Bedingungen, die auf den Beschäftigten oder die Beschäftigte einwirken? Wie ist die Arbeitsumgebung? Und wie ist die physische und sind die physischen und psychischen Bedingungen und Belastungen? Wir werden weniger sagen, was das bedeutet für die Adressatinnen. Das haben wir nicht wirklich erhoben in dieser Studie, sondern wir haben uns eher um die Beschäftigten gekümmert. Das ist sozusagen unser Fokus. Und wir sehen eben, klickst du mal einmal weiter, Johann? Genau, danke, dass die Corona-Pandemie, und das ist ja
wird ja dauernd genutzt, dieser Begriff des Brennglases. Und das haben wir eben auch. Wir haben hier sich verstärkende Prozesse. Also wir haben praktisch schon vor der Pandemie eine schwierige Ausgangslage gehabt in der sozialen Arbeit. Und das verstärkt sich jetzt quasi über die Corona-Bedingungen, sehen wir verstärkte Prozesse. Und das würde ich gleich genauer ausführen. Nächste Folie. Wir haben befragt verschiedene Handlungsfelder. Ihr seht das hier von der sozialen Arbeit mit älteren Menschen bis zur Elementarbildung. Also wirklich viele Bereiche, Gesundheitswesen, Justiz, Migration, Flucht, Arbeit mit Frauen, soziale Arbeit mit beeinträchtigten Menschen, Beratungsstellen, Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendhilfe allgemein und die Elementarbildung. Und interessant ist, dass die Öffnungsquoten eben sehr, sehr unterschiedlich sind. Und der Bereich der Schulsozialarbeit und der Elementarbildung ist eigentlich der Bereich, der während der Pandemie und auch während dieses Zeitpunktes eigentlich durchgängig geöffnet gewesen ist, selbst wenn es diese merkwürdigen verbalen Äußerungen gibt von Notbetrieb und eingeschränktem Regelbetrieb. Und so ist es aber doch so, dass genau gerade der Elementarbereich eigentlich fast konsequent offen gehalten wurde, im Gegensatz zu vielen anderen Arbeitsbereichen. Wir kommen jetzt zur Arbeitsumgebung. Was wir eben sehen, ist bei der Arbeitsumgebung, dass die Arbeitsbelastung und die Arbeitsbelastung steigt und die Arbeitsinhalte sich verändern. Also interessant ist bei den Adressatinnen, dass die Anzahl der Adressatinnen pro beschäftigter Person bei 35% der Befragten zugenimmt. Das gilt im Übrigen auch für den Elementarbereich, weil eben doch viele Kolleginnen und Kollegen nicht einsetzbar sind. Das heißt, der Fachkraft-Kind-Schlüssel sich verschiebt. Und wir sehen, dass fast 30% länger arbeiten als vertraglich vereinbart. Das ist interessant. Das heißt, es ist nicht nur die Arbeitsbelastung steigt durch mehr Adressatinnen, sondern fast 30% geben eben auch an, länger zu arbeiten. Interessant ist auch, dass wir gesehen haben anhand unserer Ergebnisse, dass es eine fehlende Steuerung im System gibt und eine mangelnde Umsetzung gesetzlicher Vorgaben. Also wir können erkennen, dass fast 50%, also 46,4%, sagen, dass die Einhaltung der Schutzmaßnahmen nicht durch die Leitungskräfte angeleitet und überprüft wird, sondern dass fast überall, nämlich bei gut 80%, die Einhaltung von Schutzmaßnahmen durch das Team selbst geregelt wird. Also nicht durch die Leitungskräfte, sondern durch das Team. Und dann haben wir einen ganz erschreckenden Befund, dass nämlich nur 31,4% angegeben haben, dass die Gefährdungsbeurteilung aktualisiert wurde in ihrem Arbeitsfeld. Das ist interessant, weil es nämlich eine gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers dazu gibt, diese Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und bei einer veränderten Ausgangssituation, und da kann man bei einer Pandemie davon sprechen, dass wir eine veränderte Ausgangssituation haben, dass praktisch bei 70% das nicht durchgeführt wurde, das gesetzliche Verfahren. Das ist wirklich ein sehr interessanter Befund. Und wir sehen hier, dass 33% der Beschäftigten sagen, sie wissen es gar nicht, ob sie aktualisiert wurde. Das heißt, wir gehen fast davon aus, dass die Kolleginnen gar nicht wissen, was eine Gefährdungsbeurteilung ist, weil nämlich Gefährdungsbeurteilungen immer mit den Beschäftigten selber besprochen werden müssen. Also das sind Arbeitsschutzgesetze, die eigentlich eingehalten werden müssten, die aber hier nicht eingehalten werden. Und wenn man sich das dann anguckt, dass eben auch die Schutzmaßnahmen von den Leitungskräften gar nicht überprüft werden, dann heißt das, wir haben hier eine fehlende Steuerung auf der Seite der Arbeitgeber und der Träger. Interessant ist auch, dass die Mehrheit, dass die Befragten angeben, dass die Einrichtungen nicht geschlossen werden konnten wegen fehlender Schutzausrüstung. Das ist interessant. Zumal, wenn man das sich mit dem Befund auf der nächsten Folie anguckt, jetzt einmal die nächste Folie, dass nämlich viele gar keine Schutzausrüstung haben. Es ist hier irgendwie dieser blöde Chat da im Weg. Jetzt muss ich mal selber gucken. Okay.
Genau, also wir nämlich hier eine große Diskrepanz sehen können bei der Einhaltung der Schutzmaßnahmen und dem Tragen von Schutzausrüstung. Also vor allem, wenn man sich das im Bereich der Elementarbildung anguckt, dann sagen ganz viele Kolleginnen, der Abstand kann nicht eingehalten werden und sie tragen keine Schutzausrüstung. Das ist ein interessanter Befund und trotzdem werden die Einrichtungen nicht geschlossen aufgrund von fehlendem Schutz. Und diese Diskrepanz ist in keinem Bereich so groß wie in der Elementarbildung, sprich in den Kindertageseinrichtungen. In allen anderen Bereichen ist diese Diskrepanz nicht so groß. Also da kann man entweder den Abstand einhalten oder aber es werden Schutzausrüstung getragen oder sogar beides. Am besten aufgestellt ist da die soziale Arbeit mit älteren Menschen, also sprich da, wo es in die Altenhilfe geht. Da, die sind am besten aufgestellt und unser Bereich der Elementarbildung am schlechtesten. Nächste Folie. Wir sehen eben auch, dass sich die Arbeitsbedingungen weiter verändern, also auch die Arbeitsumgebung. Interessant ist, dass wir Veränderungen sehen im fachlichen Austausch. 55% der Kolleginnen geben an, der fachliche Austausch mit den Vorgesetzten hat sich verändert und davon diesen und 36,6% sagen, der fachliche Austausch hat sich zum Negativen verändert. Interessant auch in dem Zusammenhang, was ich eben sagte, mit der fehlenden Steuerung durch die Vorgesetzten, sehen wir eben hier auch, dass der Kontakt schlechter geworden ist und der fachliche Austausch schlechter geworden ist. Einen ähnlichen Befund finden wir auch bei dem fachlichen Austausch mit KollegInnen. Da sagen gut 75%, der hat sich verändert und 55% bewerten das als negativ. Wir hatten das vorhin in unserer Runde, bevor wir diese Online-Konferenz gestartet sind, dass jetzt sogar Online-Praktika stattfinden, da kann man sich das vorstellen, nicht? Also es fehlt der direkte Kontakt mit den Kolleginnen, sogar die Praktikantinnen werden online angeleitet. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, weil gerade in der sozialen Arbeit, gerade in der Kindheitspädagogik, gerade in der Sozialpädagogik lebt natürlich auch der Austausch durch die Interaktion. Und je mehr, sag ich mal, Online-Interaktion stattfindet und je mehr Kontakt eingeschränkt ist, desto kritischer ist es eben, wird es von den Kolleginnen auch bewertet. Wir sehen Ähnliches auch für den Austausch mit den Kooperationspartnerinnen. Da wird es noch schwieriger eingeschätzt. Und das kann ich auch nur teilen. Also gerade neue Kooperationen aufzubauen mit Menschen, die man gar nicht kennt, mit denen man noch nie Kontakt gehabt hat, ist natürlich auch wirklich richtig schwierig, das online zu machen und da wirklich ein Gefühl füreinander zu bekommen. Nächste Folie. Ja, jetzt muss ich hier wieder diesen Chat wegmachen. Immer taucht der hier auf. Genau, das nächste geht jetzt um die physischen und psychischen Bedingungen, wie die sich auf die Beschäftigten auswirken. Da haben wir eben auch interessante Befunde. Wir haben bei 11,1% der Kolleginnen gesehen, dass sie ein erhöhtes Risiko haben für einen schweren Verlauf von Covid-19. Und interessant war, das haben wir hier gar nicht auf der Folie, dass fast alle der Beschäftigten gesagt haben, das wurde durch den Hausarzt festgestellt, gar nicht bei den regelmäßigen betriebsärztlichen Untersuchungen, die haben nämlich gar nicht stattgefunden, sondern überwiegend durch den Hausarzt. Und dann wurden sie meist zum Betriebsarzt geschickt, um das nochmal bestätigen zu lassen. Aber der erste Kontakt, die erste Diagnose wurde über den Hausarzt gestellt. Also 11,1 geben an, sie haben ein festgestelltes erhöhtes Risiko eines schweren Verlaufes und nochmal dazu 18,4 arbeiten ohne Schutzmaßnahmen, weil der Arbeitgeber ihnen nichts weiter zur Verfügung stellt. Das ist auch interessant und sehr bedenklich. Dann stellen wir fest, dass es eine zunehmende Arbeitsverdichtung gibt.
Das heißt, ich habe das vorhin schon gesagt, es gibt mehr Adressatinnenkontakte, also Zuständigkeit nimmt zu. Und das spiegelt sich hier quasi, dass 47,2% zusätzliche Aufgaben von erkrankten Kolleginnen übernehmen müssen oder aber 18,4% sogar von Kolleginnen, die einer Risikogruppe angehören, die nicht anwesend ist bei der Arbeit. Und fast alle, also fast 90% sagen, es gibt eine vollständige Veränderung der Arbeit. Insgesamt, und das gilt auch mit genau diesen hohen Zahlen auch gerade für den Elementarbereich. Die Beschäftigten geben an, sie fühlen sich belastet oder extrem belastet. Jetzt kommen gravierende Zahlen, nämlich fast 30% der Befragten denken über einen Stellenwechsel nach und 16,2 sagen, sie überlegen sogar, ob sie komplett aus dem Beruf aussteigen, also nicht nur den Arbeitsplatz verlassen oder die Stelle verlassen, sondern komplett aus diesem Beruf aussteigen. Das sind wirklich gravierende Zahlen. Und die sind, wenn man die Auswertung für den Elementarbereich sich angucken würde, fällt es noch krasser aus. Also dieses ist ja über die soziale Arbeit insgesamt gerechnet. Für den Elementarbereich ist es noch höher. Nächste Folie. Was heißt das jetzt im Zusammenhang, also für den Arbeitsmodus? Das heißt, wie ist die Kontakt mit den Adressatinnen und den Adressaten? Nächste Folie. Da sehen wir eben insgesamt, es gibt die deutliche Veränderung von Standards, was ich vorhin schon gesagt hatte, Fachkraft-Kind-Schlüssel, Kontaktzeiten und so, die verändern sich. Dann ist es interessant, dass viele davon berichten, dass Hilfen früher enden. Das gilt nicht für den Elementarbereich, da haben wir natürlich eine andere Situation. Da werden die Hilfen nicht eher beendet, aber wir sehen es bei stationären Hilfen. Und das ist natürlich fatal. Stationäre Hilfen werden oft jetzt eher beendet und die Menschen haben dann kein Angebot, um eine Nachsorge zu haben. Interessant war auch vor allem, dass im Justizbereich die Hilfen oder die Kontrolle, wie heißt das dann eher, eher beendet wurde und die Leute entlassen wurden und häufig auf der Straße gelandet sind. Also das ist schon ziemlich gravierend. Der Anzahl der Kontakt zu den Adressatinnen sinkt zum Teil. Das gilt vor allem für die Kinder- und Jugendhilfe. Schutzmaßnahmen haben negative Auswirkungen auf das Arbeitsbündnis. Damit ist gemeint, die Interaktion zwischen dem Professionellen, also SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen und den Adressatinnen. Ihr könnt euch das alle vorstellen, das Maske tragen hat ja Auswirkungen auf Kinder und das kann man dann auch als negativ hier beschreiben. Interessant ist auch, dass es immer mehr Adressatinnen, gerade in der Kinder- und Jugendhilfe gibt, die Termine absagen oder die Termine gar nicht mehr zustande kommen, während gleichzeitig die Problemlagen aber der Familien und der Adressatinnen sich deutlich verschärfen und auch das Armutsrisiko zunimmt und dadurch natürlich auch die Problemlage der Adressatinnen zunimmt. Und wenn man sich dann überlegt, sie sagen, die konnten die Termine ab, dann entwickeln sich gerade richtige Probleme insgesamt in der sozialen Arbeit und eben auch in der Arbeit mit Familien, was sich natürlich dann auch wieder auf den Elementarbereich auswirkt. Nächste Folie. Ich komme jetzt mal zu einer Analyse dessen, was läuft schief. Ich würde das mal zusammenfassen. Was läuft schief? Also wir sehen zum einen, die Arbeitsbelastung steigt und die Arbeitsinhalte verändern sich. Das habe ich eben weiter ausgeführt. Wir sehen eine fehlende Steuerung und mangelnde Umsetzung gesetzlicher Vorgaben. Darauf gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer ein, weil ich das als Beispiel nutzen möchte. Das heißt, die Schutzmaßnahmen werden nicht eingehalten und die Gefährdungsbeurteilungen werden nicht durchgeführt, was wirklich hochproblematisch ist und wofür eigentlich die Arbeitgeber zuständig sind. Was läuft schief weiterhin? Der fachliche Austausch, also negative Entwicklung im Kontakt mit Vorgesetzten, Kolleginnen und Kooperationspartnerinnen, Veränderung der Standards, deutliche Verdichtung der Arbeit, die Kolleginnen und Kollegen, ihr fühlt euch deutlich mehr belastet und extrem belastet, also wirklich 62% sagen belastet und extrem belastet
Und es denken viele über Stellen bzw. Berufswechsel nach. Das heißt, das ist wirklich eine Situation, die wir jetzt im Augenblick finden in der sozialen Arbeit und auch im Elementarbereich, die uns wirklich sehr bedenklich stimmen muss. Und wir wirklich, wirklich gemeinsam, vor allem auch mit den Arbeitgebern und den Ländern, gucken müssen, wie kriegt man so eine schwierige Situation anders in den Griff und was kann angeboten werden. Nächste Folie. Also was läuft schief und was passiert da eigentlich? Und meine These ist, verstehen wir uns vielleicht zu sehr als System und wird dadurch nicht mehr deutlich, wer eigentlich was tun müsste. Also dazu noch nicht wegmachen, die Folie noch eben lassen. Wir sprechen ja immer von dem System der Erziehung, Bildung und Betreuung. Aber in diesem System Spiel hat ja jeder seine Rolle und muss bestimmte Funktionen ausfüllen und hat bestimmte Aufträge. Und die Frage ist, ob nicht an dieser Stelle Menschen und Funktionsträger auch ihrer Aufgabe nicht wirklich gerecht werden und man das quasi mit dem System so alles in einen Topf schmeißt und sagt, ja, das ist das System, das es macht, aber die einzelnen Funktionsträger nicht mehr richtig deutlich werden. Und das würde ich mir jetzt einmal genauer gerne angucken wollen. Nächste Folie. Und dazu habe ich euch hier einmal so eine Grafik aufgebaut des Systems und würde das jetzt nur mal auf die Vertragsverhältnisse hin untersuchen. Also wir haben den Bund ganz oben, also Bundesregierung, und wir haben, da haben wir die Rahmengesetzgebung durch das SGB VIII. Wir haben ansonsten keine Verpflichtung des Bundes, für die Situation in den Ländern zu sorgen. Das heißt, der Bund gibt diese Rahmengesetzgebung vor und ist dann, hat dann den Auftrag, den, gibt den Auftrag an die Länder zu sagen, ihr müsst jetzt in euren Ländern den gesetzlichen Rahmen dafür schaffen, dass die Rechtsansprüche realisiert werden können jetzt für die Kindertageseinrichtungen und dass die Finanzierung gesichert ist. Das ist sozusagen Auftrag des Landes. Und das Land gibt dann diesen Auftrag, also schafft einen gesetzlichen Rahmen dafür und gibt diesen Auftrag dann an die Kommunen und beteiligt sich an der Finanzierung. Der Rechtsanspruch auf die Plätze ist durch die Kommunen zu erfüllen. Die müssen das gewährleisten, dass alle Eltern für ihre Kinder einen Platz finden. Und die Kommunen sind zuständig für die Finanzierung der Einrichtung und zur Verhandlung mit den freien Trägern. Wir haben ja in Deutschland ein Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, überall dort, wo freie Träger sich anbieten, die Aufgaben nach dem SGB VIII zu übernehmen, machen das denn die freien Träger und die Kommunen übernehmen die Verhandlungen und schließen mit den freien Trägern oder den Trägern dann die Verträge ab. Die Betriebsführungsverträge oder Rahmenverträge, oder das heißt immer, je nach Bundesland heißt das ein bisschen anders. Und dann haben wir den Träger der Kindertageseinrichtung und der hat quasi Vertragspflichten in drei verschiedene Richtungen eigentlich. Einmal die Erbringung der Leistung nach dem Gesetz, nach dem Betriebsführungsvertrag, der abgeschlossen ist mit der Kommune, dann die Leistung gegenüber den Eltern, nämlich die Erfüllung des, so dass die Eltern den Betreuungsplatz haben, auf dem Betreuungsvertrag, der mit den Eltern abgeschlossen wird, basiert, und dann die Verantwortung für das Personal durch den Arbeitsvertrag. Und das ist eben jetzt für uns an dieser Stelle in Bezug auf die Rahmenbedingungen, wenn man sich sie anguckt unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, ist das quasi der maßgebliche Aspekt. Der Arbeitgeber, der Träger der Einrichtung, hat eine sogenannte Fürsorgepflicht und die lässt sich ableiten aus den Paragraphen 617 bis 619 BGB, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Gleichhandlungsgesetz und
Und das muss man sich eben genauer anschauen. Und eure als Arbeit, als Fachkräfte, habt ihr praktisch den Auftrag, die Leistung entsprechend des Arbeitsvertrages zu erfüllen. Das ist eure Aufgabe. Aber der Arbeitgeber hat eben diese sogenannte Fürsorgepflicht, die wir uns jetzt nochmal in Bezug auf den Gesundheitsschutz genauer anschauen. Nächste Folie. Also die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Ich habe euch hier mal die Paragraphen reinkopiert, weil das schon auch wichtig ist, sich das genauer anzuschauen. Also nach dem Paragraph 618 BGB hat der Arbeitgeber praktisch die Pflicht, die Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das heißt, der Dienstberechtigte, also der Arbeitgeber, hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die er unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete, das sind die Arbeitnehmerinnen, also die Beschäftigten in den Kitas, gegen Gefahr und Leben und Gesundheit so weit geschützt ist, als es die Natur der Dienstleistung gestattet. Also das heißt, der Arbeitgeber hat die Pflicht, diese Schutzmaßnahmen einzuleiten und auch dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden. Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des Verpflichteten obliegende Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum Schadensersatz für unerlaubte Handlung geltende Vorschriften entsprechend Anwendung. Wir haben jetzt die ersten Fälle. Habe ich gerade aus München gehört, dass ein Arbeitgeber verklagt wurde, weil ein Vater sich infiziert hat und an dieser Corona-Infektion gestorben ist. Und nun wird praktisch ermittelt, wer hier fahrlässig gehandelt hat, ob das der Arbeitgeber gewesen ist oder die Kita-Leiterin und wem sozusagen hier jetzt diese Schuld anzutragen ist. Deshalb ist es wichtig, sich genau das anzugucken und sich diese Sachen auch zu vergegenwärtigen. Nächste Folie. Zu den Fürsorgepflichten des Arbeitgebers nach dem Arbeitsschutzgesetz. Da ist es sozusagen, das ist das nachrangige Gesetz. Das BGB ist höherrangig und setzt sozusagen den Rahmen. Und im Arbeitsschutzgesetz ist es dann genauer definiert. Und hier sind die Grundpflichten des Arbeitgebers nochmal genau aufgelistet. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter der Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben. Hier ist das, was ich vorhin sagte, mit der Gefährdungsbeurteilung. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, wenn sich Gegebenheiten verändern, und das haben wir ja durch die Pandemie, also durch den Ausbruch der Pandemie hätten sofort alle Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilungen anpassen müssen und quasi auf die Situation zuschneiden müssen und entsprechende Maßnahmen verankern. Das ist die Pflicht des Arbeitgebers, das zu tun. Und wir sehen es eben unten dann nochmal genauer. Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeit und der Zahl der Beschäftigten für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen sowie Vorkehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tätigkeiten und eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden und die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können. Das heißt, hier ist der Arbeitgeber, wenn er so diese Gefährdungsbeurteilung macht, muss das an seine Beschäftigten weitergeben. Da gibt es im Übrigen auch noch das Recht oder auch die Pflicht des Arbeitgebers, genau über diese Maßnahmen zu informieren und damit und darüber auch mit den Arbeitnehmerinnen ins Gespräch zu kommen, auch die Maßnahmen mit den Arbeitnehmerinnen gemeinsam zu diskutieren und zu entwickeln und eben dann auch das hier in die Führungsstrukturen zu bringen. Das heißt, in diesem Fall der Kita-Leiterin in München, wenn jetzt dem Arbeitgeber nachgewiesen wird, dass er genau dieses nicht getan hat und seine Führungskräfte, seine Kita-Leiterin nicht richtig informiert hat über die Maßnahmen, die zu treffen sind, dann kann man eben erahnen, dass das Gericht dann entscheiden wird, dass der Arbeitgeber
haften muss für diesen Todesfall. Hier ist es nochmal genauer beschrieben mit der Beurteilung. Also der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Das ist genau dieses Faktum dieser Gefährdungsbeurteilung, die überall durchgeführt werden muss. Und das ist eben Pflicht an dieser Stelle. Und der Arbeitgeber muss je nach Tätigkeit diese Beurteilung extra durchführen. Also es ist natürlich so, dass in einer Kindertageseinrichtung in dem Kontakt mit den Kindern die Gefährdungsbeurteilung anders aussieht als bei Jörg im Büro. Ne? Also das ist eine andere Situation. Und da gibt es eben auch durch die Unfallkassen richtige Vordrucke, die den Arbeitgebern zur Verfügung stehen, wie sie das machen können. Und diese Gefährdung muss eben insbesondere eingeschätzt werden bei der Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstätte des Arbeitsplatzes. Es sind physikalische, chemische und biologische Einwirkungen abzuschätzen. Coronavirus ist eine biologische Einwirkung in diesem Fall. Wir haben dazu auch noch eine andere extra Verordnung, nämlich die Biostoffverordnung, die auch noch anzuwenden ist. Die Gestaltung und die Auswahl und Einsatz der Arbeitsmittel muss angeguckt werden. Die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, das gilt auch für Arbeitsabläufe in Kindertageseinrichtungen. Die unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten, das ist die Information. Also alle müssen auch wirklich über diese Maßnahmen informiert werden. Und es musste auch die psychische Belastung in Bezug auf diese Arbeit eingeschätzt werden. Auch dazu gibt es ein gesondertes Verfahren. Und gerade jetzt unter Corona haben wir ja gesehen, die Beschäftigten haben Angst davor, sich selber zu infizieren. Die haben Sorge. Und gerade ihr als Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen habt noch mal eine besondere Sorge, weil ihr euch nämlich in der Kindertageseinrichtung infizieren könnt und diese Infektionen praktisch in eure Haushalte übertragen könnt, an Eltern, an die eigenen Eltern das weitergeben könnt, an vielleicht Risikopatientinnen in euren Haushalten. Also von daher ist die psychische Belastung, die wir auch gesehen haben in unserer Untersuchung, ziemlich hoch bei den Beschäftigten und auch gerade im Elementarbereich. Nächste Folie. Und auch das sehen wir, die arbeitsmedizinische Vorsorge. Der Arbeitgeber hat eben allen Kolleginnen und Kollegen, diese arbeitsmedizinische Vorsorge als Angebot zu machen. Das heißt, es muss ein Betriebsarzt zur Verfügung stehen und mit dem man jetzt dann auch nochmal innerhalb der Corona-Zeit genau diese Maßnahmen auch für die einzelnen Kolleginnen, die ja unterschiedlich sind, je nach Disposition, ob ich jung, fit und gesund bin oder ob ich vielleicht selber eine Vorerkrankung habe. Genau das ist eben immer bei dieser arbeitsmedizinischen Vorsorge genau zu bestimmen und musste den Kolleginnen jetzt auch nochmal extra angeboten werden. Nächste Folie. Ja, was läuft schief? Jetzt an diesem Beispiel. Wir haben eben gesehen, dass die Fachkräfte ihre Rechte häufig gar nicht kennen, gerade in Bezug auf diese auch zugegebenermaßen schwierige Thematik. Interessant ist ja auch, dass Forderungen eher an die Länder adressiert wurden und nicht an die Arbeitgeber, obwohl konkret die Arbeitgeber tatsächlich verpflichtet sind, genau dafür zu sorgen. Das nimmt dann den Druck von Trägern und Kommunen, die können dann sozusagen das auch auf die Länder schieben und sagen, ja, dafür sind mal die Länder zuständig, damit haben wir gar nichts zu tun. Das heißt, die halten sich dann auch eher zurück an dieser Stelle und dieses Spiel mit den Verantwortungen, die immer hin und her geschoben werden, das sehen wir ja deutlich. Also jeder sagt ja immer, also der Bund sagt, dafür sind die Länder zuständig, die Länder sagen, dafür sind die Kommunen sagen dann wieder, wir können ja nicht, das machen ja die Länder. Und letztendlich wäre es wichtig, den praktisch auch diejenigen zu adressieren, die dafür auch die Verantwortung formal tragen, weil sonst können wir
Sonst wird der Druck auch nicht dahin gegeben, wo er sein muss, weil wir hätten natürlich auch sehen können, das wäre eine ganz andere Geschichte gewesen, dass die Träger auch an die Länder herantreten und sagen, hier unter diesen Bedingungen können wir hier gar nicht arbeiten, das ist gar nicht möglich. Aber diese Äußerungen haben wir leider von den Trägern selten gehört und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie selber sich ihrer Verantwortung, die sie eigentlich haben, gar nicht so wirklich bewusst sind. Nächste Folie. Und das gilt nicht nur für Corona, sondern das gilt letztendlich auch für andere Bereiche, also auch für Personalausstattung, Gruppengrößen, Vor- und Nachbereitungszeiten. Auch da muss man eben immer gucken, wer ist zunächst einmal zuständig dafür und wen müssen wir adressieren? Und das muss man auch sehr klar und deutlich machen, damit die dann auch dort, dann auch wieder diejenigen adressieren, sich selber verantwortlich fühlen und denjenigen adressieren, der sozusagen ihr gegenüber ist an dieser Stelle. Also wenn wir alles immer hin und her schieben, dann entsteht praktisch auch nicht das Verantwortungsgefühl da an der Stelle, wo es hingehört. Und das meinte ich vorhin, vielleicht reden wir viel zu sehr vom System, als dass wir uns deutlich machen, wer hat welche Verantwortung. Nächste Folie. Hier haben wir ein Beispiel, wo ein Träger mal reagiert hat und das war erstaunlich, weil dieser Träger, das war Fröbel damals in Brandenburg, das ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre her, ja, 3 Jahre her, da hat Fröbel gesagt, wir können hier in Brandenburg unter den gegebenen gesetzlichen Bedingungen nicht mehr so arbeiten, wie wir es eigentlich müssten. Und dann haben die sich selbst angezeigt und da wurde auch schnell eingelenkt vom Land und der Kommune, weil natürlich dann auch es drohte, dass durch diese Selbstanzeige die Betriebserlaubnis entzogen werden könnte, weil da praktisch das Kindeswohl unter diesen Bedingungen, die Fröbel da zur Verfügung gestellt bekam, gar nicht arbeiten konnte. Also das heißt, hier hat der Träger wirklich Verantwortung übernommen und hat das in die Diskussion gebracht und dann eben auch so massiv, dass sie sich selber angezeigt haben und haben gesagt, wir können so nicht arbeiten, das funktioniert nicht. Da muss ich immer anschauen, also wir als Fachkräfte in der Elementarpädagogik verstehen uns ja als Profis. Also wir sind Profis für diese Arbeit und wir brauchen dafür auch gute Bedingungen. Und Professionalität und Bedingungen für professionelles Handeln werden immer ausgehandelt. Also die merken wir ja jetzt. Es sind viele Akteure, die da in sowas beteiligt sind. Und es gibt verschiedene Arenen, in denen diese Professionalität und die Bedingungen dafür ausgehandelt werden. Das ist einmal der Staat, ganz grob, habe ich eben ja schon mal gesagt. Wir haben Bund, Länder und Kommunen, die sozusagen da mitmischen. Wir haben immer den Arbeitsplatz, also der Platz, an dem ihr arbeitet, wo es auch darum geht, wie Bedingungen ausgehandelt werden. Und wir haben den ganzen Bereich der Öffentlichkeit. Das haben wir jetzt ja auch gesehen, dass das eine große Bedeutung hat. Wenn wir nicht das Thema Impfpriorität so öffentlich gespielt hätten, ja sehr massiv, dann hätte das keine Veränderung gegeben an der Stelle. Also das haben wir mussten wir über die Medien machen und dafür haben wir extra viel Öffentlichkeit herstellen müssen, um da zum Zuge zu kommen. Und das hat ja dann auch so insofern geklappt, als dass die Impfpriorität für das Kita-Personal vorgezogen wurde. Das wäre sonst nicht gegangen. Das heißt, genau diese Strukturen werden immer in diesen drei Arenen, die man natürlich noch viel kleinteiliger darstellen könnte, werden die ausgehandelt. Und da haben wir verschiedene Dimensionen. Wir haben einmal die soziale Struktur, um die es geht, die ausgehandelt werden muss. Also sprich, wer darf eigentlich wo arbeiten? Wer bekommt ein Mandat? Wie ist die Lizenz dafür? Also wer gilt als Fachkraft in dem Bereich, wie ist das rechtlich verankert, also Personalschlüssel, wie wird das finanziert, also das ist sozusagen als soziale Struktur, die in diesen Aushandlungsprozessen eine Rolle spielt oder eine Bedeutung hat, aber eben auch die kognitive Struktur, das heißt, das Wissen, das Können, was tun die Fachkräfte eigentlich, was dürfen sie tun und wie tun sie, das wird eben auch ausgehandelt, das sehen wir ja jetzt auch, unter den Corona-Bedingungen, wie sich auch die Arbeit verschoben hat und wie stark jetzt durch Regulierungen in die direkte Arbeit eingegriffen wird, nämlich gesagt wird, die
Gruppen sind zu trennen, die Kinder dürfen sich nicht mehr selber auffüllen und also was für starke Regulierung es quasi auch da gibt. Und das sind natürlich auch hier Aushandlungsprozesse in diesen Arenen, zum Beispiel auch bei der Maskenpflicht oder Maske tragen. Vor einem Jahr wurde noch gesagt, das darf man auf keinen Fall tun, dass wenn Maske in der Kindertageseinrichtung tragen. Und das hat sich ja quasi ziemlich verschoben und ist inzwischen sind wir da auf einem ganz anderen Stand. Aber das hat sich, sieht man eben, dass sich das in diesen Arenen auch diskursiv entwickelt. Und wichtig ist eben, dass wir da auch Stimme erheben. Das ist diese blaue Dimension, die von unten so reinkommt, Voice. Also das heißt, wir als Fachkräfte in diesem gesamten Spiel müssen da auch mitspielen und müssen uns gut vertreten und eben auch Stimme erheben. Sonst machen das die anderen Akteure komplett alleine. Und das ist eben wichtig, dass wir uns hier auch wirklich in diese Aushandlungsprozesse mit einmischen. Und wenn wir uns mal angucken, wie andere Professionen aufgestellt sind, dann sehen wir es vor allem bei den Medizinern und Juristen, dass die sehr viel Stimme erhoben haben schon in den letzten Jahrhunderten und sehr, sehr dominant sind und sehr gut für ihre eigenen Bedingungen sorgen können. Während wir da, denke ich, noch relativ am Anfang stehen, aber da ein anderes Selbstbewusstsein entwickeln müssen, damit genau das auch passiert und wir dahin kommen, unsere Rahmenbedingungen besser auszuhandeln und zu bestimmen. Nächste Folie. Ja, was können wir tun? Ich fasse das jetzt mal so zusammen. Also wichtig ist erstmal, wir sind Profis. Das müssen wir feststellen und feststellen und auch wirklich selbstbewusst vertreten. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das heißt, wir nehmen eben auch professionell Verantwortung für unsere eigene Arbeitssituation. Wir gucken uns die genau an und gucken, wer macht da was und wer bestimmt was. Und dann versuchen wir uns oder wir verschaffen uns darüber einen Überblick. Wir kennen das System und kennen unsere Rechte und wissen eben auch, wer was tun muss. Wir gucken uns das genau an und wissen, wo die Verantwortung liegen. Da müssen wir sehr viel mehr Selbstbewusstsein und mehr Wissen entwickeln, auch mehr Wissen unter die Fachkräfte streuen, dass sich da wirklich ein größeres Selbstbewusstsein und eine bessere Selbstvertretung auch entwickeln kann. Wir beraten uns auf kollegialer Ebene gegenseitig. Das heißt, wir als Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen müssen zueinander stehen und uns gegenseitig beraten und gucken, wie können wir vorankommen. Also das können wir nur gemeinsam. Und wir adressieren die Verantwortlichen. Wir gucken eben genau, wo hat wer welche Verantwortung und die adressieren wir auch direkt. Wir machen da keine Ausweichmanöver, sondern adressieren direkt die Verantwortlichen. Wichtig ist, dass wir uns zusammenschließen. Wir schließen uns zusammen und wir unterstützen uns gegenseitig. Das muss keiner alleine machen, sondern wir machen das gemeinsam und wir gucken, dass wir das auf einen guten Weg kriegen. Also wir entwickeln gemeinsam Wege, um unsere Profession zu vertreten. Eine Profession ist immer ein Berufsstand, der sich gemeinsam vertritt. Niemand von uns alleine kann das, sondern wir müssen das immer gemeinsam tun und wir müssen ein Verständnis haben von dieser Gemeinsamkeit. Und dann können wir eben gemeinsam auch Wege entwickeln, um unsere Arbeit für Eltern und Kinder auch wirklich professionell leisten zu können, weil die Arbeit professionell leisten können, heißt auch den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Und eine Profession, die sich als Profession versteht, hat auch hohe professionelle Ansprüche und möchte die auch gerne realisieren. Und das ist eben auch wichtig, das ernst zu nehmen und genau dafür zu kämpfen, diese professionellen Ansprüche auch durchzusetzen. Nächste Folie. Genau, ich habe jetzt hier mal so ein paar Beispiele herausgegriffen aus dem, womit ich die letzten Tage viel zu tun hatte. Also ich bin ja Referentin bei Verdi und wir haben eben zwei Positionspapiere hier entwickelt, die ich euch einfach mal kurz vorstellen würde. Das eine ist die Handlungshilfe zum Thema Covid, wo Teile von den Sachen drin sind, die ich vorhin erzählt habe, sozusagen die Rechte und die Pflichten auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern. Und wir haben
einen Vorschlag gemacht für ein wirklich gutes Kita-Gesetz, wo die Standards von Kindertageseinrichtungen noch mal genauer unter die Lupe genommen werden und hier Forderungen adressiert werden. Bei uns ist es so bei Verdi, dass wir das immer gemeinsam tun. Also das sind nicht wir hauptamtlich, ich bin ja hauptamtlich bei Verdi, die uns in ein Kämmerchen setzen und denken uns das quasi aus, sondern wir haben eine aktiven und Gremienstruktur, die sich sowohl auf der Bezirksebene, das ist quasi die kleinste Einheit, zum Beispiel das Elbe-Weser-Dreieck ist so ein Bezirk, ist der Bezirk Stade, oder eben Landesbezirke, wir haben 10 Landesbezirke auf Landesbezirksebene oder eben auf Bundesebene abspielt. Und auf Bundesebene arbeiten wir eben mit gewählten Vertretern und Vertreterinnen aus den Landesbezirken zusammen und in den Landesbezirken sind es die gewählten Vertreter aus den Bezirken. Da gibt es verschiedenste Arbeitszusammenhänge, aber es gibt eben auch vor allem in den Bezirken und Landesbezirken auch einfach eine aktive Struktur, wo Kolleginnen und Kollegen aus den Kindertageseinrichtungen mitarbeiten und genau solche Themen auch immer wieder einbringen und wo wir solche Sachen diskutieren und auch miteinander überlegen. Was können wir tun, um die Bedingungen zu verbessern und das in die Landschaft zu bringen und uns da gut durchzusetzen? Nächste Folie. Unsere nächste große Aktion, die wir machen werden, ist der Kita-Personalcheck. Der läuft vom 15. Mai bis zum 15. Juni 2021 und den werden wir bundesweit in den Kindertageseinrichtungen durchführen, vor allem um die Personalsituation nochmal abzubilden. Also nicht so wie das der Ländermonitor oder Fachkräftebarometer, die gucken sich ja quasi die gesetzlich vorgegebenen Personalschlüssel an, sondern wir werden uns die Personalsituation direkt anschauen. Aber eben auch nochmal die Fluktuation im Team, die Arbeitsbedingungen von Anleiterinnen zum Beispiel und noch das Thema Verfügungszeiten haben wir uns vorgenommen. Man könnte noch ganz, ganz viele andere Sachen machen. Wir müssen uns auf ein paar Dinge konzentrieren. Aber das ist die nächste größte Aktion. Und wir würden uns total freuen, wenn viele von euch mitmachen würden und viele vor allem nachher mitmachen würden, um die Ergebnisse auszuwerten und daraus Konsequenzen zu entwickeln. Ja, damit bedanke ich mich an dieser Stelle. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und ich gebe dann mal wieder zurück an Jörg. Ja, danke, Elke, für den wie immer sehr informativen und klar strukturierten Vortrag. Ich würde jetzt, ja, genau. Wer klatschen möchte, kann das ja auch symbolisch tun oder anzeigen. Ich würde dann mal versuchen, jetzt so nach und nach die Fragen aus dem Chat nochmal aufzunehmen und an dich weiterzugeben. Ich fange mal mit der letzten Anmerkung oder Frage an und den Rest versuche ich mal in 2, 3 Gruppen eher so ein bisschen zu bündeln. Vielleicht gelingt mir das. Aber die letzte nehme ich jetzt mal direkt auf. Liebe Frau Sago, woraus schließen Sie, dass hier nur Fachkräfte und keine Träger an der Veranstaltung teilnehmen? Was hilft das fortlaufende Träger-Bashing in? Wie sagt man, Tüttelchen, rufen Sie aus der Perspektive der Gewerkschaft gerade die Träger dazu auf, es flächendeckend dem Fröbelverband gleich zu tun, flächendeckende Selbstanzeige und Einstellung des Betriebs. Ein kleiner Träger von Kitas aus Hannover, der durchaus nah an den Bedarfen seiner Mitarbeiterin arbeitet und den Anspruch ausdrücklich hat. War das soweit verständlich? Oder ja? Ja, vielen Dank für die Frage. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass hier nur Fachkräfte sind. Wie man sieht, ist ja auch ein Trägervertreter da. Wir haben auch tatsächlich gerade in Bezug auf die Corona-Situation alle Dachverbände angeschrieben und sie genau auf das, was ich eben ausgeführt habe, nochmal deutlich aufmerksam gemacht. Also wir haben, es ist nicht so, dass wir als Gewerkschaft nicht mit den Trägervertreterinnen reden, sondern haben da deutlich das Gespräch auch gesucht. Im Corona-Kita-Rat sitzen wir auch mit den Trägervertreterinnen zusammen. Da habe ich das auch genau heute nochmal angesprochen, dieses Thema Gefährdungsbeurteilung.
Es ist tatsächlich aber so, dass es nicht so durchgeführt wird, wie es eigentlich sein sollte. Das haben wir ja in unserer Befragung gesehen und das haben mir heute auch die Trägervertreter zum Teil bestätigt. Es geht mir gar nicht um ein Trägerbashing und es geht mir gar nicht um generelle Selbstanzeigen. Das müssen Sie jeder, muss jeder für sich selber entscheiden, wie er da vorgehen muss. Es ist nur so, dass wir schon den Eindruck haben, dass manchmal die Kommunikation zwischen den Trägern und den Ländern durchaus etwas deutlicher sein könnte. Und ich hätte mir gerade jetzt in der Corona-Pandemie wirklich gewünscht, dass sich die Trägervertreter deutlicher vor ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt hätten, auch den Ländern gegenüber. Gerade als diese ganzen Regelungen kamen mit dem eingeschränkten Regelbetrieb und so, da hätte ich mir deutlichere Worte der Träger gewünscht. Das kann ich an dieser Stelle deutlich adressieren. Und wenn Sie, wenn jetzt da Trägervertreter sind, dann freue ich mich auch, wenn Sie sich angesprochen fühlen. Ja, danke erstmal. Dann so gab es eine Reihe von Fragen, ich nenne das jetzt mal, oder Anmerkungen sozusagen nochmal zu der Frage sozusagen, wie du oder wie sich Verdi in diesen Auszahlungsprozessen, was du ja geschildert hast, sozusagen in diesen Arenen, was für eine Rolle sozusagen die Gewerkschaft, weil so insgesamt ein bisschen Gewerkschaften oder Verdi insbesondere sozusagen, welche Rolle oder habt ihr da so etwas wie, nach deinem Verständnis sozusagen, so etwas wie einen gesetzlichen Auftrag sozusagen, Veränderungen, Veränderungsimpulse im positiven Sinne natürlich in das Feld zu tragen, um es mal so zu formulieren? Also erstmal sind wir ja, ist ja eine Gewerkschaft nach dem Grundgesetz geregelt, also nach dem Grundgesetz. Das heißt, es ist eine Vertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und genießt grundgesetzlichen Schutz. Das heißt, wir haben bei Verdi in diesem Bereich Mitgliederzahlen in guter sechsstelliger Höhe. Und das ist eben, dann haben wir auch einen Auftrag, auch ein Mandat von unseren Mitgliedern in Bezug auf diese, auf die gesamte Gestaltung. Natürlich in erster Linie für die Tarifverträge, und Tarifverträge regeln meistens in der sozialen Arbeit nicht die Arbeitsbedingungen, sondern Urlaub, Gehalt, Stundenzahlen und solche Dinge, obwohl der Gesundheitsschutz ist tatsächlich beim öffentlichen Dienst auch im Tarifvertrag geregelt. Aber eben auch die fachpolitische Ausrichtung. Also das muss man sich angucken, dass wir das auf verschiedenen Ebenen machen. Ich kann für mich sprechen. Ich bin ja als Referentin beim Bundesvorstand. Ich bin zuständig jetzt für die Vertretung im Bundestag und gegenüber den Bundesministerien. Das heißt, wenn Gesetzesvorhaben sind, jetzt zum Beispiel die SGB-8-Reform oder das gute Kita, das sogenannte gute Kita-Gesetz oder so, dann sind wir immer mit daran beteiligt, insofern, als dass wir zu Stellungnahmen aufgefordert werden und wir auch meistens in der Anhörung im Bundestag sind. Also ich war jetzt vor kurzem in der Anhörung im Bundestag zum SGB-8, aber ich war auch schon zum Fachkräftemangel oder zu anderen Themen im Familienausschuss eingeladen im Bundestag. Und ich bin in verschiedenen Gremien vertreten, im Familienministerium und auch im Ministerium für Bildung und Forschung. Da gibt es jeweils diverse Gremien, in denen wir als Gewerkschafterinnen auch sitzen, und ich vertrete dort meistens Verdi. Ähnlich ist es strukturiert auf der Landesebene, dass praktisch in den Ländern auch es zuständige GewerkschaftssekretärInnen gibt, die für die Fachpolitik zuständig sind und auch dort im Land mitwirken. Ähnliches auch in den Bezirken. Und dann haben wir natürlich die gesamte betriebliche Arbeit. Also auch viele Sachen werden ja auch nicht durch gesetzliche Regelungen geregelt, sondern durch in Betrieben ausgehandelt. Also sprich, wenn wir einen großen Träger haben, wie die Elbkinder oder auch andere Träger, wo dann Verhandlungen laufen, da kann man dann auch Sachen über Betriebsvereinbarungen regeln. Und da unterstützen wir dann eben die Betriebspersonalräte und die Mitarbeitervertretungen, um die zu unterstützen, gute Vereinbarungen zu treffen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir bedienen eigentlich alle Schienen, also sowohl die fachpolitischen als auch die tarifpolitischen als auch die betriebspolitischen Ebenen. Ja, danke, Elke, erstmal. Ich würde dann jetzt erstmal auf inhaltliche Aspekte sozusagen nochmal eingehen, insbesondere zu diesem Aspekt Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, was du skizziert hast, insbesondere in Bezug auf Schutzmaßnahmen und diese Gefährdungsbeurteilung sozusagen. Da kamen zum Teil eine ganze Reihe von Anmerkungen auch oder Nachfragen. Ich versuche die mal irgendwie möglichst konkret, waren auch einige konkrete. Also ist aus, wenn das jetzt mal so aus rechtlicher Sicht, ist es möglich, dass ein Träger die Durchführung dieser Gesundheitsbeurteilung auf die Kita-Leitung überträgt? Nein. Ist nicht möglich. Ja, danke. Hab ich mir gedacht, aber die Frage tauchte auf. So. Ja, ist auch eine gute Frage. Ne? Ja. Die Frage ist ja auch, was passiert eigentlich, wenn das nicht eingehalten wird? Also ja. Was machen, ne? Also das ist ja auch eine interessante Frage. Was kann man eigentlich machen, wenn das nicht eingehalten wird? Und ich kann wirklich nur allen raten, wenn die Arbeitgeber das nicht anbieten und diese Prozesse nicht einhalten, bei den zuständigen Unfallkassen bzw. Berufsgenossenschaften anzurufen und mit denen das Gespräch zu suchen. Vielleicht braucht der Arbeitgeber ja ein bisschen Unterstützung dabei. Und dafür sind die Berufsgenossenschaften und die Unfallkassen zuständig. Also da kann man sich dann Unterstützung holen und das sollte man auch tun. Ja. Okay, dann gab es ein paar Fragen, Anmerkungen rund ums Impfen. Also ist aus deiner Sicht gehört das Impfen, ja klar, es ist erstmal eine Schutzmaßnahme, aber nehmen wir jetzt mal Kita als Organisation. Ist das Impfen, gehört das als Schutzmaßnahme dazu im Sinne des Arbeitgebers und kann der Arbeitgeber sozusagen eine oder kann es da was geben, auf dessen Grundlage ein Arbeitgeber sagt, meine Mitarbeiterinnen, pädagogischen Fachkräfte sind zur Impfung verpflichtet im Sinne einer Schutzmaßnahme? Na, das ist ein schwieriges Thema, ne? Also ich würde sagen, unter der aktuellen Gesetzgebung ist das nicht möglich. Also wir haben im Augenblick keine Impfpflicht gegen Covid-19. Aber wir wissen auch, das ist auch noch nicht lange her, ich glaube jetzt 2 Jahre oder anderthalb, dass die Impfpflicht gegen Masern eingeführt wurde. Und die ist gesetzlich, das ist gesetzlich verankert und da verlangt der Arbeitgeber das, da verlangt es sogar der Bundesgesetzgeber. Also das deshalb, das muss man sich, also im Augenblick würde ich sagen, nein, aber das kann sich ja verändern, wenn sich die Gesetzgebung ändern könnte. Und das hat der Bundestag ja auch schon gemacht. Also das Beispiel haben wir ja in der Geschichte und das ist ja noch nicht alt. Aber es ist nicht so, dass der Arbeitgeber, also bleiben wir mal beim Kita-Bereich, also dass ein Träger sozusagen die Mitarbeiterinnen verpflichten kann, sich impfen zu lassen, sozusagen, weil es dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage. Würde ich sagen im Augenblick, dass es im Augenblick dafür keine gesetzliche Grund. Bin mir aber, also das, sowas muss ja immer durchgeklagt werden. Also das ist schwer so zu sagen. Also ich würde denken, nein, das ist der zu große Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Aber ja, wie gesagt, sowas, ich würde da nicht an dieser Stelle jetzt drauf beharren wollen, weil wie gesagt, das ist tatsächlich so, dass sowas dann über Gerichtsentscheidungen belegbar wird und müsste man sich jetzt gut beraten lassen. Also wenn das tatsächlich der Arbeitgeber so fordert, dann würde ich jedem empfehlen, wo das so ist, wirklich eine Rechtsberatung aufzusuchen an der Stelle, wenn man dieser Impfpflicht des Arbeitgebers nicht nachkommen möchte. Also dann sollte man sich wirklich gut absichern und das kann man jetzt pauschal, würde ich das hier zur Öffentlichkeit nicht äußern. Okay. Zweite Geschichte oder zu dem Maskentragen. Also diese Diskussion über die Masken oder das Maskentragen
der pädagogischen Fachkräfte in Kitas hatten wir auch in diesen Zoom-Konferenzen schon öfter. Zum einen unter diesem pädagogischen Gesichtspunkt. Du hast es aber vorhin ja auch schon gesagt, es hat sich ja anscheinend verändert, sozusagen die Einstellung oder die Haltung dazu, sozusagen. Und der andere Aspekt war eben auch nochmal nach der Verpflichtung, also ist es eine Schutzmaßnahme oder würdest du das als Schutzausrüstung verstehen, Masken? So? Ja, und also das muss man sich eben genau anschauen, wie die Regeln sind. Also es kann gut sein, dass die pädagogischen Fachkräfte auch dazu verpflichtet sind, die Maske zu tragen. Also das kommt drauf an. Ich habe das gerade gestern von einem Träger in Frankfurt, ich glaube, es war sogar Stadt Frankfurt, gehört, wo der Arbeitgeber genau das vorgibt und sagt, Masken sind zu tragen, auch im Kontakt mit den Kindern. Ich weiß nicht, ob es stattfindet. Es war ein Träger aus Frankfurt. Ich will mich jetzt da nicht ganz festlegen. Ja. Auf jeden Fall hat der Träger das vorgegeben. Jetzt kam es dazu, dass es eine Infektion gegeben hat. Und diese Kollegin hat sich in der Kita angesteckt und wollte jetzt Covid-19 als Berufskrankheit anerkennen lassen. Und weil sie aber nachweislich ihrer Pflicht zum Eigenschutz nicht nachgekommen ist, wird es nicht als Berufserkrankung anerkannt. Also da muss man auch mal gucken, was hat das so für Folgen, ne? Also wenn es da eine richtige Regelung dazu gibt und der Arbeitgeber praktisch das verpflichtend gemacht hat, dann kann es gut sein, dass sozusagen andere, man hält sich nicht daran, dass andere Rechte damit wegfallen. Aha. Okay. Ja, das war auch eine Frage nach der Möglichkeit, Covid-19 als Berufserkrankung für Erzieherinnen beispielsweise, dass man anerkennen zu lassen, sozusagen. Das ist tatsächlich so. Es gibt auch ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Also die Berufsgenossenschaft der Wohlfahrtspflege, BGW, ist meines Erachtens ein bisschen offener dazu oder als die DGUV, also der Bereich der kommunalen Einrichtungen. Aber eigentlich geht die Tendenz dahin, dass es anerkannt wird. Problematisch ist manchmal, dass einige wirklich einen direkten Nachweis dafür fordern, dass quasi sich die Betroffene dann nicht woanders angesteckt haben kann, sondern dass die Infektion in der Einrichtung stattgefunden hat. Da haben die sich am Anfang sehr geziert, das wird ein bisschen besser, habe ich im Augenblick das Gefühl. Aber auch das ist eben wichtig, dass die Kolleginnen, wenn sie an Covid-19 erkranken, sofort eine Unfallanzeige ausfüllen, sodass das auch alles seinen Gang geht und die Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse gleich informiert wird. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn das verzögert wird, dann kann man das nachträglich nämlich nicht mehr anerkennen oder da stellen die sich dann auch stur. Also da ist eben diese Unfallanzeige gleich ganz, ganz wichtig. Und ich kann auch wirklich nur allen empfehlen, die erkranken tatsächlich, diesen Weg auch zu gehen, weil sie wissen nie oder ihr wisst nie, wie viel, ob da was übrig bleibt, ob es Spätfolgen gibt oder so. Und dann seid ihr wenigstens da relativ gut abgesichert und versorgt. Also wenn es schon zu so einer blöden Erkrankung kommt und man darunter leiden muss. Also deshalb, ich kann es nur empfehlen, wirklich dann auch eine Unfallzeige gleich auf den Weg zu bringen. Okay. Ich lese hier gerade nochmal zu diesem ganzen Komplex nochmal eine konkrete Frage. Kann der Arbeitgeber und die Kommune die Testpflicht veranlassen? Ist ja nochmal was anderes als Impfen. Ja, ich würde denken, es ist ähnlich. Also das weiß ich nicht. Ob das ist auch noch nicht durchgeklagt. Also auch da am besten wäre es immer mit der Mitarbeitervertretung oder betrieblichen Interessensvertretung genau solche Sachen zu diskutieren und zu gucken, gibt es eine Möglichkeit, dazu eine Betriebsvereinbarung oder sowas zu schließen, oder damit die Kolleginnen wirklich gut abgesichert sind. Okay, ja, nicht nachvollziehen. So, dann nochmal zwei vielleicht grundlegende oder allgemeinere Fragen. Ich lese sie mal komplett, also so lang nochmal vor, in Kombination. Wie ist Ihre Einschätzung, kann die Pandemiesituation starker Motor für die dringend notwendige Veränderung der Situation der pädagogischen Fachkräfte oder der Kitas sein oder werden, oder ist im Gegenteil sogar die Absenkung von Standards und die Professionalisierung und so weiter
aufgrund ihrer krassen Fachkräftemangel, was wir hier alles kennen und wissen, möglich. Also eine Einschätzungsfrage. Ne? Ja, aber das ist nicht nur eine Einschätzungsfrage, sondern das beobachten wir ja schon. Also wir beobachten ja eine deutliche Absenkung von Standards. Also wir haben diverse Länder, die schon ihre Fachkräftekataloge geöffnet haben und jetzt anderes Personal zulassen, zum Teil komplett Ungelernte, also ohne irgendwelche pädagogischen Vorkenntnisse. Manchmal ist ja sogar ein polizeiliches Führungszeugnis ausreichend, um in der Kindertageseinrichtung zu arbeiten. Also praktisch die Voraussetzung, nicht kriminell zu sein, ist dann die einzige. Das sehen wir deutlich. Und man sieht eben auch, dass einige dieser Länderregelungen nicht befristet sind. Das heißt, also einige Länder haben befristete Regelungen, die sagen, irgendwie wird kontrolliert dann vielleicht im Juni 2021, ob das noch nötig ist. Aber einige Länder haben das diese Regelung auf unbefristet gestellt. Und dann heißt das für mich eigentlich, die wollen letztendlich auch die Möglichkeit schaffen, das zu öffnen, und damit findet eigentlich eine Deprofessionalisierung statt. Also wir müssen uns ganz, ganz stark gegen eine Deprofessionalisierung des Feldes müssen wir uns wenden und müssen wir uns ganz stark machen. Und wir sind ja haben ja letztes Jahr die Tarifverhandlungen unterbrochen im März für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Die sollen wieder aufgenommen werden. Und da haben wir wirklich auch Sorge. Also da haben wir wirklich Sorge, weil wir ja davon ausgehen können, dass auch die Kommunen über deutlich weniger Mittel verfügen als vor einem Jahr. Und also das, was wir uns da so vorgenommen haben, was wir gern alles verhandeln würden, ja, müssen wir mal gucken, was davon geht. Also die Vorzeichen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen haben sich deutlich verschoben. Okay. Ich schiebe nochmal eine Frage dazwischen, die nochmal auf eure Rolle als Verdi sozusagen oder als Gewerkschaft zurückgeht. Ich glaube, du hast was dazu gesagt, aber die Frage kam jetzt dann doch nochmal: Kann die Gewerkschaft die Rahmenbedingungen, also Gruppengröße, Personalschlüssel, Verfügungszeiten von Kita-Leitung und so weiter, aufgrund ihres Auftrags, also der Tarifverhandlungen konkret verändern, beeinflussen? Und kann man für diese Themen allein zum Streik oder Kampf aufrufen? Also streiken kann man nur, wenn es keine Friedenspflicht mehr gibt. Jetzt haben wir eine Friedenspflicht. Das heißt, wir sind ja jetzt nicht direkt in Verhandlungen und die Verhandlungen drohen zu scheitern. Also es gibt sowieso nur einen kleinen Zeitkorridor, in dem man streiken darf. Das ist gesetzlich geregelt. Und man darf nur streiken in Deutschland, das ist in anderen Ländern ein bisschen anders, aber in Deutschland darf man nur zu Gegenständen des Tarifvertrages streiken. Also wenn wir jetzt aufrufen würden, dazu zu streiken, ich habe es eben auch gesehen, zu Personal, also gegen Deprofessionalisierung oder Personalschlüssel, dann würden wir uns gesetzwidrig verhalten. Das dürfen wir nicht. Und wir können auch dafür kein Streikgeld auszahlen. Das heißt, streiken können wir nicht. Streiken ist aber nicht gleich demonstrieren. Also das ist was anderes, ne? Also streiken heißt ja, wir legen die Arbeit nieder und entziehen. Also streiken bedeutet immer, man entzieht dem Arbeitgeber die Arbeitskraft. Das bedeutet ja Streik. Es lassen sich aber andere Aktionen zu machen unterhalb des Streiks. Das kann man machen, da kann man auch zu so aufrufen. Das werden wir, sind ja in Niedersachsen laufen ja auch gerade diverse Aktionen auch zum Kita-Gesetz. Also da gibt es ja so kleine Demonstrationen vor den Rathäusern und das Anschreiben der Oberbürgermeister und was da alles gerade so läuft. Also da gibt es ja eine ganze Menge. Aber zum Streik direkt dürfen wir für diese Sachen nicht aufrufen. Okay, danke. Ich springe jetzt nochmal ein bisschen hin und her, weil nochmal was nachkommen ist. Nochmal eine Frage zu den zu den Tests. Also kann man ablehnen, Schnelltests zu machen? Also die Fachkräfte selber, das Personal oder anders gefragt, kann der Träger zum Schutz für das gesamte Personal verpflichtend machen, Schnelltests? Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt. Also ich würde empfehlen, genau sowas mit der betrieblichen Interessensvertretung zu diskutieren und dafür Lösungen auf der betrieblichen Ebene zu finden. Also okay.
Ich würde da jetzt keine, also weil das ist nicht, ich kann dazu jetzt an dieser hier öffentlich nicht sagen, weil das irgendwie, da gibt es nichts Durchgeklagtes zu. Und ich als Gewerkschaftsvertreterin muss einfach gucken, dass ich Auskünfte gebe, die auch seriös sind. Also das würde ich jetzt an dieser Stelle, kann man das eben so nicht sagen. Und deshalb würde ich immer da empfehlen, wirklich Betriebsrat, Personalrat oder Mitarbeitervertretung da einzubeziehen und dass das gut auf der betrieblichen Ebene geregelt wird. Okay, dann nochmal zurück zu zwei inhaltlichen Fragen, wo es eher um diese Zahlen ging, die du vorgestellt hast. Die Belastungen, die sich subjektiv die Fachkräfte durch Corona mehr ausgesetzt fühlen und diese Zahlen zu denen, die beabsichtigen oder zumindest im Kopf haben, die Stelle zu wechseln oder sogar den Beruf zu wechseln. Also da glaube ich mehr so eine Doppelfrage. Gibt es Quellen dazu, wie hoch die Zahl der tatsächlichen Berufsaussteiger, Umsteiger ist? Und gibt es Zahlen dazu, Quellen dazu, wie diese Belastungen und auch diese Absichten vor Corona sozusagen waren? Also was wir gesehen haben, ist, wir haben diese Frage ja zweimal gestellt. Einmal am Anfang von Corona und jetzt einmal, also im April und jetzt einmal im November und Dezember. Und wir sehen, dass die Werte gestiegen sind. Das können wir sehen. Finde ich, sagt auch was aus. Also ich glaube, im April haben viele für uns auch gehofft, das geht schnell und wir sind schnell damit durch. Also hatte keiner so richtig die Idee, wie lange das dauern würde und was für eine lange Strecke und wie ermüdend das Ganze ist. Und das sehen wir jetzt aber anders. Und darauf haben die Kolleginnen und Kollegen auch reagiert. Wie viele jetzt tatsächlich aussteigen im Augenblick, ist schwer, können wir nicht sagen. Dazu haben wir keine Zahlen. Was wir aber sehen, das zeigt ja die Corona-Kita-Studie, dass im Augenblick nur noch 77% des Personals überhaupt noch mit Kindern arbeiten. Der Rest, da wissen wir eigentlich nicht wirklich, wo die sind, ob die aufgrund von Risiko nicht mehr eingesetzt werden oder warum die nicht da sind. Auf jeden Fall fehlen bei den Kindern 23%. Okay. So, ich gucke nochmal, ich weiß nicht, ob euch selber jetzt noch Fragen, kann gut sein, dass mir was durchgegangen ist. Das war jetzt erstmal das, was ich mir so notiert und angeguckt habe. Es gibt natürlich auch einige Hinweise dazu, dass es eben tatsächlich Anzeichen für diese Deprofessionalisierung gibt, weil eben bei den Auszubildenden keine Prüfung abgenommen wurde, beziehungsweise eben die Ausbildung abgebrochen wurde während des Praktikums, was ja dann letztendlich eben, wie gesagt, dazu führt, dass sie eben nicht so ausgebildet sind, wie es eigentlich verlangt ist oder wie es letztendlich auch sinnvoll ist. Ja, und die Praktika auch wegfallen und so. Also das lässt ja auch einiges erahnen, ne? Also wenn wir uns vorstellen, wie wenig von den Fachschülerinnen wirklich ihre Praktika machen können. Das heißt, die kommen nachher in die Einrichtungen und als fertig ausgebildete Erzieherinnen und haben wenig Erfahrung mit Kindern gesammelt, ne? Also das ist ja schon auch ziemlich bedenklich. Wenig Erfahrung mit Kindern, beziehungsweise auch so diese verschiedenen Aufgaben, Kommunikation, also ob das mit Eltern, mit den Kollegen und so weiter. Also da spielt ja eine ganze Menge eine Rolle. Und auf der anderen Seite gibt es inzwischen viel, die ja dieses Praxismentoring auch anfragen aus den Einrichtungen. Also da ist ja ein ganz hoher Bedarf. Also das macht schon deutlich, dass die Einrichtungen da auch wirklich ein großes Interesse dran haben. Aber wie gesagt, das Corona ist da tatsächlich, spielt da so oder ist da so Gegenspieler, so könnte man vielleicht sagen. Aber ich sehe das auch so, dass die Kolleginnen in den Einrichtungen eigentlich sich gerne an der Ausbildung richtig beteiligen würden. Also was du eben sagtest mit dem Praxismentoring, das kenne ich eigentlich aus allen Bundesländern, dass die Kolleginnen sagen, so wir würden uns gerne engagieren für die Ausbildung. Und das, ja, und es ist ja eigentlich nicht wirklich vorgesehen, weil die Ausbildung ja verantwortet wird von den Fachschulen. Mhm. Aber
wie wichtig diese praktische Ausbildung ist, ich denke, dem sollte man viel mehr Gewicht verleihen und auch in den Teams viel mehr die Möglichkeiten ausbauen, auch gut auszubilden. Und dazu gehört eben zum einen eine Qualifizierung, aber dazu gehört eben auch, dass es dafür Zeit gibt, dass man das nicht einfach so nebenbei macht, sondern dass man auch Zeit für Anleitung bekommt. Ja, da finde ich den Podcast, wo du mit Carsten bzw. Carsten dich befragt hat, also auch nochmal sehr schön, weil du das da ja auch nochmal sehr schön auch darstellst. Und ich finde das auch wichtig, dass Fachkräfte sich dadurch auch hoffentlich nochmal unterstützt fühlen. Ich fand jetzt in deinem Vortrag sehr schön das Thema Selbstfürsorge, also wie wichtig das ist, dass die Fachkräfte sich da auch selber viel ernster nehmen und auch eine Verantwortung für sich übernehmen und diesen Mut zu machen auch, dass sie sich als Profis wirklich anerkennen und dann eben eher diese Gemeinsamkeit auch entwickeln. Das ist natürlich immer eine Schwierigkeit, weil auf der einen Seite ist der Beruf so anstrengend und jetzt noch anstrengender und auf der anderen Seite der Wunsch natürlich schon da ist, die Bedingungen zu verbessern. Ja, ich glaube, da kam eben auch noch was im Chat irgendwie, dass es sehr schwierig sei, sich im Augenblick zu beraten und zu besprechen und zu treffen, obwohl der Bedarf jetzt gerade wirklich sehr groß ist. Da ist natürlich so ein Format wie dieses hier, gut, hier haben wir jetzt nicht so viel Kommunikation mit den Kolleginnen direkt, aber solche Formate gibt es ja auch in kleineren Kreisen. Also man kann ja sich auch gut jetzt im virtuellen Raum treffen und alle, die jetzt hier dabei sind in dieser Runde, haben wahrscheinlich auch schon die technischen Möglichkeiten jetzt und können damit umgehen. Und wir machen also in den Bezirken und Landesbezirken vermehrt auch Angebote von digitalen Konferenzen und Sitzungen auch in kleineren Kreisen, sodass man sich wirklich auch beraten kann. Ich greife vielleicht nochmal, jetzt ist es, ja, naja gut, ein paar Minuten haben wir ja sogar noch, aber ich greife jetzt nochmal eine Frage genau, auf. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch schon gesehen habt, die nochmal an deinen Anfang, wie du den Vortrag eingeleitet hast, vielleicht zurückgeht. Und ja, ist ja manchmal mit Titeln schwierig, aber heute hieß der Titel, wie kommen wir zu besseren Rahmenbedingungen immer, ne? Und die Frage ist jetzt hier, das Thema, das wir heute angesagt war, lautete, wie kommen wir zu besseren Rahmenbedingungen? Leider bin ich nun nach dem Vortrag und den Fragen auch nicht schlauer geworden. Daher von mir die Frage, wie kommen wir nun zu besseren Rahmenbedingungen? Also ich habe es jetzt nochmal vorgelesen. Du hast einleitend ja was dazu gesagt, aber vielleicht so als, muss ja jetzt nicht der Abschluss sein, aber um das nochmal so ein bisschen rund zu machen vielleicht auch. Ich sage da gerne was zu, weil die werden uns nicht geschenkt. Die guten Rahmenbedingungen werden uns nicht geschenkt. Und wenn wir als Fachkräfte uns nicht lautstark dazu äußern und uns eine Stimme verleihen, dann passiert erstmal gar nichts. Also wir müssen wirklich gemeinsam, das habe ich versucht vorhin darzustellen, wir müssen gemeinsam für diese besseren Rahmenbedingungen kämpfen. Und es klappt schon im Kleinen nicht, sage ich mal jetzt an dem Beispiel von Corona, habe ich versucht darzustellen, wo das überall hakt. Und im Großen klappt es auch nicht. Und wir müssen eben viel, viel selbstbewusster auftreten. Wir müssen uns zusammenschließen. Wir müssen das miteinander diskutieren. Wir müssen miteinander Wege finden. Es macht keiner für uns. Also keiner wird in Stellvertretung für uns sagen, ach, die Fachkräfte, das sind ja so toll, die machen so tolle Arbeit und so. Dann legen wir mal ein paar Milliarden drauf. Das wird nicht klappen. Auch wenn ich ein bisschen heute wieder einen Disput hatte mit der Ministerin, aber die sagt immer, Penetranz schafft Akzeptanz. Das ist einer ihrer Leitmottos, die sie hat. Und da hat sie recht. Penetranz schafft Akzeptanz. Und wenn wir nicht penetrant dahinterher sitzen und die Wege beschreiten, die man gehen muss, nämlich den eigenen Arbeitgeber adressieren, nicht aus der Pflicht nehmen. Der hat eine Verantwortung. Der hat auch eine Verantwortung, dann und kann das dann wieder einklagen sozusagen oder mit dem Land in Diskussion gehen und so. Also, dass auch die Wege eingehalten werden und die Verantwortungen da sind, wahrgenommen werden, wo sie wahrgenommen werden müssen. Sonst
sonst funktioniert das nicht. Also es wird keiner für uns machen. Und da haben wir selber die Verantwortung, genau das zu tun. Und ich hatte vorhin schon gesagt, die Juristen und die Mediziner machen das seit Jahrhunderten. Und guckt euch mal, wo die stehen in der Hierarchie der Berufe und was die durchgesetzt kriegen und was die für eine Lobby haben. Und die sind auch nicht vom Himmel gefallen. Die haben die sich selber aufgebaut. Und das müssen wir tun. Und wenn wir das nicht tun, dann, also darauf warten können wir nicht. Also wir müssen es selber machen. Und da kann ich nur alle zu aufrufen, wirklich daran mitzuarbeiten. Also wenn man einfach in seiner Gruppe sitzen bleibt und die Arbeit immer so macht, wie es erwartet wird und ein bisschen vor sich hin meckert, wird nichts passieren. Ich glaube, die Schwierigkeit ist tatsächlich so dieses Anfangen. Also ich kann das ja nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. An wen adressiere ich das jetzt wirklich? Ich traue mich nicht. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich nochmal eine Frage des Mutes. Denn ich glaube, die meisten fühlen sich schon auch als Profis. Aber das eben auch wirklich nach außen zu transportieren, ist ja immer noch eine andere Sache dann auch. Und das finde ich ja, und nicht zu meinen, man muss es alleine machen. Und man muss auch gar nicht alles wissen. Darum geht es ja gar nicht. Sondern genau. Es geht dann darum, sich zu verständigen und gemeinsam Wege zu entwickeln. Da kommt es dann auf an. Man muss es gar nicht alles wissen. Und vieles zeigt sich dann auch erst in dem Gespräch mit den anderen und in dem Lernen auch miteinander, was man braucht und worum es geht. Also ehrlich gesagt, ich kannte mich mit diesem Gesundheitsschutzthema auch nicht so gut aus vorher. Ich habe damit nicht viel zu tun gehabt, obwohl ich Fachberaterin gewesen bin. Es war nicht mein Thema und es war auch zu der Zeit gar nicht so aktuell. Aber jetzt ist es aktuell und jetzt zeigt das eben Defizite auf. Und daran kann man das eben auch deutlich machen. Aber man muss sich dann eben gemeinsam da reinknien und das gemeinsam tun. Anders funktioniert es nicht. Okay, hier im Chat kommt jetzt gerade noch der Hinweis, gute Erfahrungen haben wir mit der direkten Ansprache der Landtagsabgeordneten gemacht. Mhm. Und natürlich auch vielen Dank für den motivierenden Vortrag. Ich kann Ihnen nur zustimmen, Frau Dr. Alsago. Ja, danke schön, Frau Klett. Genau. Ich Ministerschaft, Akzeptanz, das ist doch... Genau. Ein super Motto. Ja, obwohl wir uns heute wieder gestritten haben, ne, im Corona-Kita-Rat. Aber diesen Spruch, den finde ich gut. Ja. Vielleicht ist das ein gutes Motto, mit dem wir wirklich auch beschließen. Ich finde, da steckt ja wirklich auch sehr viel drin. Also auch das, was du im Vorfeld auch alles schon gesagt hast. Auch jetzt eben gerade nochmal dieses zum Thema gemeinsam. Also man muss es nicht alleine, sondern eben gemeinsam sich zusammentun und irgendjemand wird es dann wissen oder es gibt ja eben auch Mitarbeitervertretungen etc., die man eben auch mit ins Boot holen kann. Ja, also auch von unserer Seite ganz herzlichen Dank an dich, Elke, für den für mich nochmal wieder wirklich sehr inspirierenden Vortrag zu den Rahmenbedingungen und hoffentlich wirklich auch über die Zeit, baldige Zeit, eine Verbesserung. Ich würde ganz gerne noch ganz kurz hinweisen auf den nächsten Vortrag, der am 13. April stattfinden wird zum Thema Kinderrechte und Partizipation. Ist ja vielleicht auch gerade für die Runde, die heute da war, nochmal inspirierend, wenn es um Rechte, auch wenn es Kinderrechte sind, aber das Thema Partizipation wird ja vielleicht auch nochmal Impulse bringen, um sich für sich selber und letztendlich ja auch für die Kinder stark zu machen. Wolltest du noch was sagen, Jörg? Das sah gerade eben so aus. Nee. Vielen Dank an Elke auf jeden Fall auch. Genau. Und ich sage vielen Dank an euch. Vom NIFPE und ich sage euch vor euren Endgeräten auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich freue mich immer, viele von euch auf Veranstaltungen, auch wenn sie online sind, wiederzutreffen und habt erstmal schöne Ostern und erholt euch ein bisschen über die Feiertage.